Mia, let's rock. Let's rock it. Genau. Gift of Legacy ist eine Geschenkaktivität, die Fülle schafft, die Geldfülle schafft, und es funktioniert nur durch eine ganz persönliche Einladung. Deine persönliche Einladung hast du heute schon erhalten. Ein Mensch, der wirklich an dich gedacht hat und dich hierher gebracht hat von Herz zu Herz, hat sich Mühe gegeben, dich zu kontaktieren und möchte dir diese Möglichkeit in die Fülle zu kommen, zur Verfügung stellen. Dann schauen wir uns das jetzt mal an, was Gift of Legacy an sich bedeutet. Einfach jetzt aus rechtlichen Gründen und auch für dich zur Information. Also diese Präsentation ist lediglich eine Information und darf definitiv nicht als Finanzberatung verstanden werden. Also weder Annike noch ich noch irgendwelche Präsenter noch andere Mitglieder in der Gift of Legacy Gruppe sind registrierte Finanzberater. Und die folgenden Informationen, die du dann jetzt siehst, sind einfach nur Beispiele und Möglichkeiten, die dich als Mitglied, wenn du dann dein heiliges Ja gegeben hast, erwarten können. Gift of Legacy ist eine Schenkungsaktivität und dahinter steckt wirklich ein unglaublich sensationell ausgeklügelter Algorithmus, der es jedem ermöglicht, auf dem Board der Fülle mitzureisen. Und du wirst also diesbezüglich wirklich ein gut gehütetes Geheimnis erfahren, das schon das Leben von Millionen von Menschen weltweit und auch über viele Jahre hindurch verändert hat. So, Ladies and Gentlemen, seid ihr bereit? Los geht's. Für wen ist Gift of Legacy? So, glaubst du an das Prinzip von Sehen und Ernten? Glaubst du, dass wenn du gibst, dass du auch empfangen wirst? Glaubst du, dass wenn jemanden zu segnen, den du noch nicht einmal kennst, dass das ein echter Gewinn für dich ist? Möchtest du die Kontrolle über dein Leben übernehmen? Genießt du es, andere zu unterstützen, damit sie eben auch, wie du, ein erfolgreiches Leben haben? Wenn du also mit vollem Herzen zu all diesen Fragen Ja sagen kannst oder zumindest in einem dieser Punkte, dann bist du auf jeden Fall bereit, hier durchzustarten. Ja, was ist Gift of Legacy? Es ist auf jeden Fall wirklich die aufregendste Geschenkaktivität der Welt und verändert Leben und hilft gleichzeitig anderen, nämlich dein eigenes und eben das Leben der anderen positiv zu verändern. Und auch jetzt können viele schon, obwohl Gift of Legacy nur 2 Wochen jetzt schon bereits erst besteht, wirklich auch ganz, ganz tolle Geschichten erzählen. So, Gift of Legacy ist eine globale Schenkungsaktivität. Und Schenken hat Millionen von Menschen schon weltweit gesegnet. Es geschieht von Mensch zu Mensch. Gift of Legacy ist inspiriert durch die heilige Geschenkökonomie. Es ist dezentral und immerwährend, fortlaufend, perpetual. Das ist das Schöne daran. Ja, was bedeutet eine andauernde Schenkungsökonomie, also diese globale Schenkungsaktivität? Wir haben Mitglieder, die definitiv aus allen Herren Ländern kommen, von der ganzen Welt, von Amerika, Asien, Südafrika. Es wurde in Südafrika geboren und bis Europa. Es umspannt wirklich den ganzen Globus. Es ist eine Community, die dich und andere stärkt. Und das ist wirklich, wirklich, das macht sich jetzt auch wirklich, es zeigt sich jetzt, wenn man gemeinsam an den Boards mitwirkt und sich kennenlernt, wie inspirierend und beflügelnd das füreinander ist. Gemeinsam wird Wohlstand kreiert und gemeinsam auch entwickelt. Heilige Ökonomie. Das finanzielle Schenken gibt es schon seit Jahrhunderten von Jahren auf dieser Welt. Wir
anteilig einige von uns, dazu gehört Annike und ich zum Beispiel auch und Christiane, die uns den Raum hier zur Verfügung gestellt hat. Wir kommen aus einer Vorgängerplattform von Gift of Legacy. Die wurde 2009 gegründet und da gab es bereits schon 700.000 Menschen. In Afrika ist das Gang und Gäbe, da sagt man dazu Ubuntu-Kultur. Da helfen sich die Stämme, die Tribal Culture, helfen sich also sozusagen untereinander. Und die Spuren aus der Geschichte des Geldes deuten immer wieder auch darauf hin, dass es diese Schenkungsgemeinschaften immer schon und überall auf der ganzen Welt in der Menschenfamilie gegeben hat. Ja, Millionen werden beschenkt. Unser Ziel ist es tatsächlich und wirklich, und das hat auch schon stattgefunden in anderen Geschenkkreisen, wirklich den Wohlstand in die Hände von vielen zu verteilen und dadurch auch Win-Win-Win-Situationen zu kreieren. Milliarden von Dollar werden weltweit zwischen Menschen verteilt. Das bedeutet auch jährlich, monatlich, wöchentlich, sogar täglich. Und auch wir durften es jetzt schon in diesen 2 Wochen erfahren, minütlich. Hoffnung, Bildung und Menschen mit Wohlstand weltweit zu segnen, das bedeutet die heilige Geschenkökonomie. Und insbesondere durch Gift of Legacy. Dezentral, und das ist das Wunderbarste von allem, und das liebe ich, es ist keine Firma dahinter, keine Institution, kein Broker, kein Händler, kein Produkt, nichts. Es ist eine interaktive Webseite, welche die Bewegung der Boards in der Gifting Community steuert. So, und alles, was du brauchst, ist ein Computer, Laptop und ein Smartphone. Wichtig sind für die persönliche Kommunikation, auch mit Anruf und wirklich, dass man Menschen auf der anderen Seite anruft, WhatsApp und Telegram. So, von Mensch zu Mensch, Person zu Person, die Geschenke werden direkt an dich überwiesen, an dein persönliches Konto. Du selbst bestimmst, wohin du dein Geldgeschenk hin transferiert haben möchtest. Es gibt keine dritte Partei, die das Geld kontrolliert. Kein Token auf einer Plattform, es ist zu 100% risikofrei. Jetzt kommt mein Lieblings. Und das ist immerwährend. Halleluja und gesegnet ist es. Und ihr seht jetzt hier eine horizontale 8, das Zeichen der Unendlichkeit. Und es bedeutet andauernd, nonstop, passives Einkommen. Immerwährendes Schenken und Empfangen. Und zwar von Menschen selbst organisiert. Es wird nicht gewartet, dass es irgendjemand für dich richtet, sondern hier stehen Menschen auf und gehen für sich. Wieder und wieder und wieder. Sogar über Generationen hinweg ist Gift of Legacy angelegt, dass dieses Schenken geschieht. Also, Gift of Legacy ist mehr als eine Schenkungsaktivität. Niemand wird in unserem Tribe zurückgelassen. Wir helfen einander zu wachsen und Erfolg zu haben. Wir unterstützen uns gegenseitig, wir fördern uns gegenseitig und wir upliften uns gegenseitig. Wenn du beitrittst und ein heiliges Ja sagst, dann schenke aus dem Herzen, teile die Liebe, leite dein Team, werde zur Legend und baue dein Vermächtnis auf. Wir sind eine Gemeinschaft mit dem gleichen Ziel. Wir verändern Leben. Und das ist wirklich... Wir nicht nur, sondern wir tun es bereits jetzt schon. Auf jeden Fall. So jung das noch ist, so wundervoll ist es schon. Danke, Mia. Wirklich, ich fieber immer mit, selbst wenn ich mit jemandem ja. Die Präsentation mache, es ist immer wieder schön. Ich sitze dann immer und lasse genau. Wundervoll. Aber Leute, wie können wir denn starten? Oder wie kannst du einfach loslegen jetzt? Du trittst Gift of Legacy bei, indem du ein einziges Mal
ein einziges Mal, $100 aus deiner eigenen Tasche nimmst und einem Menschen in Gift of Legacy schenkst. Es ist wirklich der einzige Zeitpunkt, wo du Geld aus deiner eigenen Tasche, das, was du also vorher, was weiß ich, durch die Arbeit, durch den Job, durch sonst was erwirtschaftet hast, dein eigenes Geld, ein einziges Mal nimmst du das zu diesem Zeitpunkt aus der Tasche und verschenkst es an einen Menschen, den du vielleicht gar nicht kennst. Mia hat es erwähnt, es ist von Mensch zu Mensch, von Peer zu Peer, wirklich von Herz zu Herz. Und alle Geschenke sind eine Verabredung zwischen dir als Schenkendem und den Menschen, den du beschenkst. Oder umgedreht, wenn du in der Empfängerposition bist, zwischen dir und dem Menschen, der dir was schenken will, ganz direkt. Dazu gibt es natürlich alle möglichen Möglichkeiten. Wir kennen den ganz normalen Banktransfer, klar, logisch. Dann reden alle von Crypto. Wenn man eine Wallet hat, kann man darüber auch mit einigen Leuten Geldgeschenke verschenken. Oder PayPal und Wise. Wir empfehlen auf jeden Fall, PayPal und Wise anzulegen, weil in manche Länder einfach eine Banktransfer nochmal 40 Euro on top zu $100 kostet. Nicht ganz so cool. Und es gibt eben auch manche Länder, da ist es total gut, wenn man das einfach über diese Plattform verschenken kann, über TransferWise bzw. Wise heutzutage und PayPal. Also sich schon mal gedanklich damit beschäftigen. Und das, was so cool ist, es ist wirklich dezentral, das hat Mia gesagt, es ist kein Mittelsmann, dieses System gehört keinem, es ist keiner dazwischen, es ist wirklich, wirklich von Mensch zu Mensch. Und alles andere, was dir jemals erzählt werden sollte, stimmt nicht. Es ist dezentral. Es ist nur innerhalb der Community von Herz zu Herz. Es gibt 4 wundervolle Boards, durch die du reisen wirst. Das Bronze-Board. Dort steigst du mit diesen gesagten $100 aus deiner eigenen Tasche ein und yay, gehst mit $800 wieder raus. Wie geht's denn dann aber weiter? Du reist wirklich auf diesen Boards in die Fülle. Guck jetzt mal auf diesen orangen Kreis, dann siehst du, wie sich deine Reise fortbewegt. Du beginnst mit $100, die du aus deiner eigenen Tasche nimmst. Alle in Gift of Legacy sind bereit, das Gleiche zu tun, haben vielleicht das Gleiche schon getan. Alle in Gift of Legacy schenken das Gleiche und empfangen auch das Gleiche. Die 4 Boards sind das $100-Board, Bronze-Board, das $400-Silber-Board, das $1,600-Gold-Board und das $5,000-Platinum-Board. Wuhu, wie wird es noch besser? Du wirst in dieser Reise vom Gifter zum Builder, zum Guide und dann zum Legend. Der Gifter ist ja das verschenkt und der Legend ist die Position, wo du empfängst. Auf deiner Reise durch die 4 Boards wirst du Geschenke in Höhe von 42.700 Dollar geschenkt bekommen. Also geschenkt bekommen. Du musst dafür nichts tun, außer dich um deine Boards kümmern und um deine Mitreisenden. Vielleicht bist du ein bisschen im Gespräch mit denen, das wäre eine gute Idee. $42.700 sind ungefähr, ich habe das mal ausgerechnet, ungefähr 37.000 Euro. Und wenn du auf deinen Perpetual Boards bist und da eine Reise durch die 4 Boards machst, die dann wiederkehrend, immerwährend, fortlaufend Perpetual sind, erhältst du sogar $49.700, das sind ungefähr 39.000 Euro. Und das machst du immer und immer und immer wieder. Und du wirst nie wieder aus deiner eigenen Tasche Geld nehmen, sondern nur Geld verschenken, was du selber geschenkt bekommen hast. Yes, mach dich bereit für die Reise deines Lebens. Woohoo! Let's go! Also, du bist Gifter auf dem $100-Board. Du sagst, ich mache mit, ich verschenke $100 an einen
tollen Menschen irgendwo auf dieser Welt. Das machen auch andere. Und sobald alle acht, ich mache nochmal zurück, hier sind es jetzt vier, aber hier gibt es ja noch die rechte Seite. Wenn alle acht bestätigt sind, rutschst du eine Position hoch und bist Bilder. Bilder ist die Position, wo du deine beiden Mitreisenden, das ist nämlich die zweite Regel, die es gibt, $100 und zwei Mitreisenden, dann in dieses Spiel einlädst und sie in dieses Spiel einträgst. Sie können sich auch selber eintragen mit einem persönlichen Einladungslink, den du ihnen schicken kannst. Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich das mit den Leuten zusammen gemacht habe. Das ist viel schöner, kann man das schon gleich ein bisschen feiern. Dann werden deine beiden Mitreisenden an den Legend in der Mitte auch ihre $100 verschenken und die anderen auch. Und dann auf der anderen Seite passiert das Gleiche, splittet das Board wieder und dann seid ihr schon in der Guide-Position. Guide ist so ein bisschen noch nicht ganz Legend, aber auch nicht mehr auf der Aufbauseite. Da bist du sozusagen der gute Geist des Boardes und unterstützt den Legend, kommunizierst mit den Leuten, erzählst ihnen, was du erfahren hast, was du weißt, beantwortest Fragen und keine Sorge, die kannst du dann auch beantworten. Und wenn dann wieder alle bezahlt haben, verschenkt haben, bezahlt ist so, weil man sagt, man muss das Geld ja überweisen, irgendwohin das Geld geschenkt. Aber wenn alle acht wieder ihre $100 verschenkt haben, dann bist du auf Legend-Position. Und das ist die Empfängerposition. Jetzt kriegst du diese ganzen acht Geschenke von diesen acht Giftern. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Das heißt, für die $100, die du aus deiner eigenen Tasche genommen hast, kriegst du jetzt $800 geschenkt. Das ist echt richtig, richtig cool. Was machst du mit diesem Geld? Ja, du kannst ja mal schön essen gehen oder so. Allerdings ist es schlau, von diesen $800 400 an deinen nächsten Legend zu schenken, nämlich auf das $400-Board, auf das du jetzt als Gifter wiederkommst. Ich sagte ja, jeder schenkt immer und jeder empfängt immer. Und alle schenken und empfangen das Gleiche. Ja, und dann bist du auf dem $400-Board, also bist du schon ein ganzes Board hoch. Da gibst du von den $800 $400 hin und verschenkst es an den Legend. Und dann nimmst du $100 von deinen Geschenken und tust es auf dein Bronze $100 Perpetual Board. Perpetual, das Wort bitte merken, auch wenn ihr sonst mit Englisch nichts am Hut habt. Aber Perpetual ist ein geiles Wort, weil es bedeutet fortlaufend, wiederkehren und endlich die liegende Acht. Und dann habt ihr praktisch in der eigenen Tasche $300. Damit könnt ihr essen gehen. Damit könnt ihr jemandem eine Freude machen. Dafür könnt ihr euch was kaufen. Das ist in eurer Tasche und das bleibt da. Ihr könnt natürlich auch andere Menschen, die voll Bock haben mitzumachen, aber vielleicht gerade das Geld nicht haben, weil sie durch die Pandemie ein bisschen gebeutelt sind, dann könnt ihr eure Mitreisenden auch sponsern. Dann könnt ihr den Mitreisenden von den $300 $100 geben und dann kann dieser Mensch mitreisen und euch das Geld wiedergeben, wenn er in Legend-Position ist. Oder ihr schenkt es einfach weiter. Denn es kommt noch viel, viel besser. Gucken wir mal auf dieses wundervolle Perpetual Board, auf das ihr jetzt gelangt seid, auf das $100 Perpetual Board. Dort habt ihr $100 ja von euren $800 Geschenken genommen und dort dem Legend geschenkt. Diesmal behaltet ihr aber $700 und schenkt von den 800, die ihr bekommt, 100 auf das nächste Perpetual wiederkehrende Board. Und wieder behaltet ihr von den 800, die ihr geschenkt bekommt, 700 für eure eigene Tasche. Und so geht das weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist so ein bisschen wie ein Riesenrad. Man steigt unten ein, verschenkt seine $100, macht die Reise einmal durchs Board und steigt unten wieder aus mit $800. 100 gibt man für die nächste Fahrkarte aus, 700 steckt man sich in die Tasche und man macht die gleiche Reise nochmal
und steigt wieder mit $800 aus und verschenkt wieder 100. Und so geht das weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ja, bis in die Unendlichkeit. Das Ganze gibt es dann natürlich auch auf dem Silberboard. Auch hier hatten wir eben gesagt, $400 verschenkt ihr an den Legend in der Mitte. Und yay, mit 3200 kommt ihr wieder raus. Wow, ein höheres Board, höhere Geschenke. Was macht ihr damit? Von den $3200 schenkt ihr 1600 auf euer nächstes höheres Board, auf das Goldboard, das 1600er Board. Und ihr verschenkt 400 auf das 400er Perpetual Board. Ihr behaltet also $1200 in eurer eigenen Tasche. Ja, wie wird es noch besser? Dieses Perpetual Board, das 400er, ist auch immer wiederkehrend. Ihr steigt mit 400 Euro ein, was ihr geschenkt bekommen habt, das Geld. Ihr habt das Geld in der Tasche, weil ihr es geschenkt bekommen habt. Ihr schenkt es dem Legend, ihr geht mit $3200 raus, schenkt dem nächsten Legend auf dem Board die $400 und behaltet in der eigenen Tasche auf dem Perpetual Board $2800. Immer und immer und immer und immer wieder. Du, 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 du. Wie in dem Riesenrad. Es ist zu geilo. Ah, wie wird es noch besser? Es wird besser. Es wird besser. Ich muss immer lachen, wenn ich zu den höheren Boards komme, weil ich das selber so... Eigentlich denke ich, es kann doch alles gar nicht wahr sein. Haben sie hier alle einen am Döds? Und vielleicht haben wir auch alle einen am Döds, aber es ist einfach nur cool und es bringt mir so eine Freude. Also kommt mit mir aufs Goldboard, aufs 1600er Goldboard. Dort verschenkt ihr $1600 an den Legend in der Mitte und steigt mit, jetzt wisst ihr, warum ich immer lachen muss, mit $12.800 Geschenken geht ihr aus diesem Board als Legend raus. Diese $12.800, da verschenkt ihr auf das nächsthöhere Platinum $5.000 Board $5.000. Ihr verschenkt auf euer wiederkehrendes, unendliches Perpetual Board $1.600. Und habt $6.200 in der Tasche. Alles euers. Könnt ihr ein paar Mal öfter schön essen gehen oder jemandem eine Freude machen. Auch dieses $1.600 Board ist perpetual. Kann man das glauben? Es ist unglaublich. Es ist so ein geiler Algorithmus, ohne Scheiß jetzt mal. So, 1600 verschenkt an den Legend in der Mitte. 12.800 rausbekommen. Da ihr jetzt ja wieder 1600 verschenkt, geht ihr mit $11.200 aus eurem Perpetual Board raus. Immer und immer wieder. 1600 verschenken, 11.200 raus. Und wieder, wie ich das im Riesenrad beschrieben habe. So. Und jetzt, Leute. Kommt das letzte Board auf eurer Reise. Das $5.000 Board. $5.000. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie geil ist das denn bitte? Ihr verschenkt von Geld, was ihr vorher nicht hatte, was euch irgendwelche Leute aus Norwegen, aus Sulawesi, aus Malaysia, aus Deutschland, aus Südafrika, aus Amerika, aus sonst wo geschenkt haben, verschenkt ihr $5.000 auf das letzte Board, was ihr da jetzt durchreißt, an den Legend auf dem 5000 Platinum Board. Und jetzt haltet euch fest, ihr werdet diese $5.000 wiederbekommen. 8 Mal. Und das sind $40.000, die ihr geschenkt bekommt in diesem letzten Perpetual, in diesem letzten Board auf eurer ersten Reise. Warum sage ich Perpetuals, werdet ihr gleich sehen. Was macht ihr mit euren $40.000? Du hast deine erste Reise beendet. Die erste Runde durch alle 4 Boards hast du beendet. Das heißt, du
brauchst kein Geld mehr in das nächsthöhere Board verschenken, denn es gibt gar kein nächsthöheres Board. Aber es gibt ein Perpetual $5,000 Board. Das heißt, bei diesem letzten Board gehst du mit $35,000 nach Hause. Bei 5.000 behältst du für dein Perpetual wiederkehrendes, immer wiederkehrendes Board. Und das ist wirklich, ich finde, das ist wirklich der Ober-Mega-Oberhammer. Ihr verschenkt $5,000 von 40.000, die ihr geschenkt bekommen habt, an den Legend auf dem Perpetual Board. Da ihr dem nächsten Legend auch wieder 5.000 schenkt, behaltet ihr $35,000 von den 40. Ihr verschenkt wieder 5.000, kommt wieder mit 40.000 raus und behaltet $35,000. Immer und immer und immer wieder. Uhuhu, ist das cool oder ist das cool? Ich finde es total mega, mega, mega schön. Und ja, es ist wirklich einfach nur, es ist genial. Und es ist noch dazu so schön, dass es nicht nur Geldgeschenke sind, sondern du wirst so viele tolle Menschen auf dieser Reise kennenlernen. Du wirst mit so vielen tollen Menschen in Kontakt kommen. Aus manchen werden sich hundertprozentig Freundschaften ergeben. Mia und ich kannten uns auch vorher nicht und sind jetzt befreundet. Es ist einfach, diese Reise beschenkt euch nicht nur mit Dollar, sondern mit so viel mehr. Zusammengefasst, die 4 Boards. Das Bronze $100 Board, 100 Euro aus deiner eigenen Tasche, das einzigste Mal, gehst du mit $800 raus. Auf dem $400 Silberboard verschenkst du $400 und gehst mit 3.200 Euro raus. Auf dem Goldboard, dem $1,600 Board, verschenkst du 1.600 an den Legend und gehst mit $12,800 raus. Und dann verschenkst du $5,000 an den Legend auf deinem letzten Board in der Reise und gehst mit $40,000 raus. Die Zusammenfassung dessen, was ich gerade jetzt euch erzählt habe mit den verschiedenen Boards, ist: in der ersten Runde werdet ihr $42,700 geschenkt bekommen. Diese Summe wirst du empfangen, die wirst du geschenkt bekommen. Als bedingungsloses Geschenk nur für dich in deine eigene Tasche. Das sind ungefähr 37.000 Euro. Auf den Perpetual Boards wird es noch besser. Da empfängst du nämlich $49,700 als bedingungsloses Geschenk von vielen tollen Menschen nur an dich. Und das sind umgerechnet ungefähr Euros. Und dieses Perpetual Board ist ja wiederkehrend. Das heißt, es kommt immer und immer wieder. Ich bin immer so beschwingt, wenn ich mir diese Boards angucke. Und ich finde Gift of Legacy wirklich als eine echte, echte Möglichkeit, einen Geldstrom in sein Leben zu ziehen und noch dazu wundervolle Menschen kennenzulernen. Ich habe danach gefragt, habe das Universum danach gefragt, ich möchte gerne anderen Geldstrom. Und das wurde mir präsentiert und ich bin Feuer und Flamme und finde es einfach nur cool. Wie in allem Spielen hat auch Gift of Legacy seine Richtlinien und seine Spielregeln und das ist wirklich auch essentiell, sich daran zu halten. Also, vom Bronzeboard zu den anderen Boards aufzusteigen, darfst du, hier steht müssen, es dürfen wirklich definitiv 2 Personen eingeladen sein, sich dir anzuschließen. Die sind dann ganz offiziell, haben sie ihr heiliges Jahr gegeben, sind registriert und machen mit vollem Herzen mit. Ja,
Genau, sollte das eben nicht der Fall sein, also das heißt, du bist Legend geworden, hast acht Geschenke schon empfangen, wirst du gesidelined, was aber auch nicht schlimm ist. Das bedeutet, dass das Board und alle anderen, die ihren Teil des Spieles, die Spielregeln eingehalten haben, weiterreisen können. Du behinderst niemanden und du kannst jederzeit, wenn du deine zwei Leute dann gefunden hast, auch jederzeit deine Reise weitermachen. Ne? Also gar kein Problem, du kommst dann ins silberne Board und kannst dann weiter aufsteigen, wie alle anderen auch. Du hast einfach in dem Fall keinen weiteren Zugang, bis sich eben deine zwei wundervollen Menschen gefunden haben. Und wir wissen aus guter Erfahrung, dass auch Menschen, die dachten, das weiß ich, keine Ahnung wie und was, dass sie das wirklich auch geschafft haben. Und es gibt wirklich wundervolle Lösungen auch an der Hand. So, perpetual, wiederholend fortlaufend. Um also dein fortlaufendes Perpetual Board zu aktivieren, ist es wichtig, dass du diese Regeln befolgst, die also für den ersten Zyklus wirklich gelten. Wenn du also zum Legend vom Board geworden bist, du hast die acht Geschenke hast du bestätigt, kannst du auf dein Perpetual Board zugreifen. Sehr schön. Das ist also dann dein $100-Board, dein Bronze-Board, das sich dann für dich eröffnet. Und dann kannst du erneut als Schenker, also als Gifter auf dem Board starten, das also den gleichen Wert hat wie das, das du gerade beendet hast. Ja, also so, ihr erinnert euch an die Slides, die jetzt Annike vorhin auch gezeigt haben. Jedes Mal, wenn ein Board abgeschlossen hat. Du brauchst nie wieder zwei Menschen mitnehmen. Und du brauchst auch nur ein einziges Mal die $100 aus deiner Tasche bezahlen, als bedingungsloses Geschenk verschenken. Und ich spreche jeden an, mit dem ich irgendwie gut ins Gespräch komme, der gute Laune hat, mit dem es nett ist, weil es ist eine Möglichkeit für alle von uns, für alle. Und glaubt nicht, dass ihr irgendwann leer lauft. Wir haben 8 Milliarden Leute auf der Erde, ist vielleicht ein Drittel den Spaß an der Freude, das Ganze mitzumachen und auch das Mindset und das Heartset dazu. Und dazu brauchen wir 40 Jahre, um die alle einzuladen. Also ich würde sagen, läuft. Warum jetzt also Gift of Legacy? Was macht Gift of Legacy so einzigartig? So, es ist nutzerfreundlich. Du hast ein einzigartiges persönliches Profil, das für dich informativ und einfach zu bedienen ist. Und alles, was du also für deinen Erfolg brauchst, wird dir dabei auch zur Verfügung gestellt. Es ist ein ausfallsicheres System. Der Algorithmus von Gift of Legacy verfügt über verschiedene Methoden, um die Boards in Bewegung zu halten. Und es wird niemand zurückgelassen. Es gibt diesen innovativen Algorithmus, das ist ein bahnbrechender und der kümmert sich um die neuen Teilnehmer und belohnt gleichzeitig die bestehenden Teilnehmer. Das heißt, der Algorithmus auch für euch, um das verständlich zu machen, der findet also leere, es kommen neue Gifter rein, also die von den Perpetual Boards. Er findet auf den laufenden Boards leere Plätze, die werden dem zugeordnet, sodass sich also sozusagen die laufenden Boards mit den Perpetual Boards verschmelzen. Also die schon länger dabei sind, unterstützen die neu entstehenden Boards. Und so ist diese kreisförmige Bewegung auch zu verstehen. Genau. So, Kreuzbestäubung, Cross-Pollination, so schön im Englischen gesagt. Und da denke ich immer an die fleißigen Bienen, die von Polle zu Polle und Blume zu Blume fliegen. Alle Perpetual Boards werden in einem globalen Pool der gesamten Gift of Legacy Community bestückt. Das heißt, man landet dann wirklich auch auf internationalen Boards. Da sind Amerikaner drauf, Afrikaner drauf, Asiaten, Europäer, Deutsche. Es ist wirklich wunderbar, eine Weltenfamilie. Einfache Regeln. Alle Teilnehmer müssen sich an die Vorgaben halten, um weiterzumachen. Das gewährleistet eben eine höhere Belohnungsquote für alle und eben auch deine Weiterbewegung durch die Boards. Ja, also jedes Profil muss ein Minimum von 2 Invitees haben, um in den Boards voranzukommen.
Es gibt selbstverständlich keine Begrenzung und Annike und ich und andere auch, wir sind so voller Euphorie und auch begeistert von Gift of Legacy, dass wir natürlich auch andere Menschen einladen und auch Menschen hineinsponsern, weil wir wirklich von dem System absolut aus dem Herzen heraus überzeugt sind. Genau, also du kannst, also 2 ist das Minimum, was du mitbringen darfst und sollst und müssen dürfst. So, es können gerne auch mehr sein. So, genau. Es ist eine Überholspur. Gift of Legacy verfügt über mehrere Strategien, die dir helfen, schneller voranzukommen, wenn du das möchtest. Ja, wir haben heute Abend um 19, also heute Abend aus Südafrika auch erfahren, dass es Fast Tracking gibt. Das ist auch sehr wunderbar. Das funktioniert tatsächlich, wenn man dann auch, sage ich jetzt mal, auch insgesamt dann 8 Invitees mitgebracht hat. Man pro Board, das man abschließt, wenn man dafür auch die finanziellen Mittel hat, kann man dann auch wirklich im Fluge durchkommen. Und so unterstützt man zum einen dem Wachstum der Gemeinschaft und kann für sich selbst dann auch sorgen, dass der Geldfluss und die Geldgeschenke auch in gewisser Weise schneller fließen. Aber dazu gibt es eine Aufnahme, dazu kann man seinen Invite fragen und es gibt dann nochmal, also es sprengt jetzt unseren Rahmen, das jetzt im Einzelnen zu besprechen, weil wir haben jetzt auch 17:45, sodass wir wirklich auch nochmal die Fragerunde dann eröffnen wollen. So, weiter geht's mit den Slides. Und es gibt noch einen Support-Bot. Genau. Ach, das ist auch ganz toll. Genau, sorry, den habe ich noch nicht gelesen. Genau, das ist auch wunderbar. Genau, wir haben diesen Support-Bot. Der ist wirklich großartig. Wir haben unten auf dem Board eine Chatbox, wo man auch wirklich auch seine Probleme reinschreiben kann und es wird einem geholfen und auch wenn nicht sofort, wird sich darum gekümmert, es wird geantwortet. Wir unterstützen uns auch gegenseitig in der Telegram-Gruppe. Es gibt eine deutschsprachige Telegram-Gruppe, wo Fragen reingestellt werden, wo auch immer jemand von uns aus der Gruppe ein Auge drauf hat und wir wirklich von Herzen heraus antworten und es ist echt eine schöne Gemeinschaft. Ihr lieben Leute, es ist ein Spiel, es gibt keine Garantien. Ja, der Erfolg und Misserfolg eines jeden Teilnehmers hängt auch von seiner Bereitschaft ab, anderen zu helfen und die ethischen Grundsätze von Gift of Legacy zu befolgen. Ja, also es liegt wirklich in der Verantwortung jedes einzelnen Teilnehmers, dass du auch die Einhaltung der Steuergesetze in deinem jeweiligen Land, dass du dich selbst darüber informierst und gut aufgestellt bist und weißt, was du zu tun hast. Wir sind keine Steuerberater, wir wissen das alle nicht, wir sorgen alle für uns selbst. Genau, es ist eine Gift of Legacy, ist eine dezentralisierte Plattform ohne Zugehörigkeit zu einer dritten Partei, Eigentum oder Partnerschaft. Wenn du also Gift of Legacy über eine dritte Partei oder Teil eines Pakets beitrittst, dann ist das auf dein eigenes Risiko. Gift of Legacy ist zu 100% Peer-to-Peer und kein Geld wird jemals an eine Plattform gezahlt oder so. Ja? Alle Geschenke würden immer an den Teilnehmern von Gift of Legacy verschenkt und vergeben. Und sie werden immer nur dann verschenkt, wenn du als Gifter auf dem Board gelandet bist und den Legend beschenkst. Und ihr persönlich besprecht das untereinander, wie geschenkt wird. So, in diesem Sinne, herzlichen Dank erstmal auch für deine Zeit. Auch noch einmal ein herzliches Dank, also wenn du dich uns anschließt. Und auf jeden Fall, auch wenn du mehr wissen möchtest und wir jetzt vielleicht in dieser Zeit auch nicht alle Fragen beantworten können, bitte wende dich an deine Person, die dich hier eingeladen hat, bei Gift of Legacy mitzumachen. Das ist deine direkte Quelle, deine direkte Source. Und wir haben Telegram-Gruppen, also wenn du dein heiliges Jahr gesagt hast, es gibt Videos, Gift of Legacy-Kanal, da gibt es Videos, ausreichende Informationen. Und wir empfehlen jeden, der auch neu
einsteigt und selbst wenn er das System auch begriffen hat, es ist einfach gut und die Sicherheit und es macht einen auch satt und rund und man spürt die Energie, an den internationalen Calls teilzunehmen, zu unseren Präsentationen zu kommen, zu den deutschsprachigen und umso einfacher und leichter fällt es dir dann auch auf dem Weg dahin, dann Menschen einzuladen und deine zwei Invitees und gerne auch mehr zu finden.